So, jetzt darf ich Sie wieder begrüßen zur Vorlesung Grundlagen der Informatik. Ich habe ja vorhin noch über Compiler gesprochen. Die Compiler, der Scanner packt sich das, den Quellcode, die ASCII-Repräsentation Ihres Programmes, zerlegt das in Symbole, die es in die Tabelle hier einträgt. Und danach kommt der Parser und zerlegt diese Symbolsequenz in vernünftige Gruppen. Und diese vernünftigen Gruppen sind genau die, die man dann dem Codeerzeuger in Form von syntaktischen Prozeduren vorwirft in der Sequenz, in der sie im Programm drin stehen. Und damit wird dann der Code erzeugt und hinterher kann man danach noch, und diese Zeile, die hätte ich hier noch reinschreiben können, mit einem Optimizer so Sachen wie, wir speichern eine Variable, um sie gleich danach wieder zu laden, zu entfernen. Ich habe jetzt hier noch mal versucht, mit einem super primitiven Beispiel den Prozess des Parsens klarzumachen. Also den Ausdruck zu zerlegen. Da oben haben wir hier A ergibt sich zu B, minus Klammer auf, C minus Klammer auf, D mal E, Klammer zu, minus G durch H, Klammer zu, Klammer zu. Und ich habe versucht, das mit Farben das zu machen, was der Parser machen könnte. Eine Parser-Strategie anzuwenden, die also so einen Ausdruck hier in Stücke zerlegt. Da gibt es dieses Stück D mal E, und diese Klammer hier außenrum, die bräuchte es nicht unbedingt, steht aber da. Dann gibt es das Stück G dividiert durch H. Dann gibt es hier diese, ja, wenn das fertig ist, dann müssen wir C minus diese blaue Klammer machen und blau soll auch wieder so ein Stückchen sein. Und danach machen wir das Schwarze, nämlich B minus das, was wir vorher ausgerechnet haben. Und danach stopfen wir das Ganze, und das hier ist der letzte Teil hier, in das A hinein. Wir machen diese Zuweisung. Jetzt hat der Parser das also zerlegt in vernünftige Stückchen, in vernünftige Gröppchen. Ich habe das Zerlegen hier so ein bisschen so ad hoc gemacht, einfach mal gesagt. Aber natürlich hat der Parser da eine gewisse Strategie, wie er das macht. Er fängt natürlich hier irgendwie von links das Lesen an, sieht einen Identifier, findet ihn auch in der Symboltabelle, Variable, hat sich auch gemerkt, was für ein Typ und so Zeug in der Symboltabelle, und dann sieht er, das ist gleich da stehen, dann weiß er, dem A soll was zugewiesen werden, dann weiß also schon mal ein Teil von dem, was man in die syntaktische Prozedur Zuweisung reinstecken muss, da nämlich das A, jetzt müssen wir uns den zweiten Operanden besorgen, und das ist dann hier der Rest, der Ausdruck hier rechts von der Klammer. Jetzt findet er also diesen Ausdruck da, jetzt muss der Ausdruck zerlegt werden. Und dieses, na, da muss er eben immer zu eine Variable finden und dann noch einen Operator und einen zweiten Operanden. Hier in diesem Fall ist dieser Operand das, was in der Klammer steht, und hier findet er wieder einen Operanden, einen Operator und die Klammer mit dem zweiten Operator, und hier drin findet er wieder einen Operanden, einen Operator und noch einen Operanden. Das Ganze gibt also wieder einen Operanden, minus, das ist der Operator, G durch H, naja, das wird auch reduziert von von zwei Operanden, einem Operator auf einen einzigen Operanden, nachdem das fertig ausgerechnet ist, und so ergibt sich so ein Bäumchen, und Sie können sich das Bäumchen, glaube ich, auch vorstellen. Ich soll es vielleicht nochmal malen. Hier unten auf der Folie wäre noch genug Platz. Das wird diesen kleinen Baum, der sich da ergibt, uns auch anschauen können. So. Vielleicht so. Jetzt müssen wir den Teil hier hinten anfangen dafür Code zu erzeugen.
übersetzt ist ja schon eine ganze Menge, und wenn ich die interne Repräsentation, die habe ich gar nicht hingeschrieben, da würden nämlich ein Haufen Symbole, also Verweise in die Symboltabelle stehen, irgendwelche Zahlen in unsere Symboltabelle hinein. Die Buchstaben sind sozusagen schon verloren gegangen. Und auch für das Objektcode erzeugen benutze ich hier Buchstaben, das müssten eigentlich Adressen sein. Also wir laden als erstes mal das G, und jetzt postuliere ich mal eine Divisionsinstruktion. Die haben wir vorhin nicht gebastelt, aber wir gehen mal davon aus, unsere ALU, die ist schlau und klug, der können wir auch sagen, sie sollen die beiden Zahlen in X und Y dividieren, das X-Register durch das Y-Register dividieren. Also gut, wir sagen, dividiere durch das H, haben wir jetzt also den Teil hier berechnet, und jetzt schreiben wir das Ganze mal in eine Hilfsvariable hinein, irgendwo im Speicher. Es könnte vielleicht auch ein Register sein, aber wenn wir mehrere hätten, aber bei der MIMA haben wir ja nur den Akku, in dem steht jetzt G durch H, und vorsichtshalber schreiben wir das mal raus in den Speicher. Und hier hinten dran steht, optimiert wird nicht, das machen wir jetzt erstmal nicht. So, jetzt Ladevariable D, wir holen uns das da, unsere ALU kann plötzlich auch multiplizieren, wir holen das E, multiplizieren es dazu. Und jetzt subtrahieren wir das HILF, das wir hier ausgerechnet haben, von diesem Ausdruck und schreiben es in die Hilfsvariable hinein. Jetzt wird die Variable C geladen, wir holen das HILF, speichern es wieder ab im HILF, und jetzt generieren wir Code dafür. Ne? Sie sehen, das hier ist der eine Operand, steht im HILF drin, das hier ist der zweite Operand, und wir machen immer hier so aus zwei Operanden ein Resultat im Akkumulator und schreiben es weg. Hier sind wir schlau, wir schreiben hier nicht, an dieser Stelle könnte ich auch noch in schwarz STV HILF schreiben, und hier bei dem lila Teil, bei unserem letzten syntaktischen Prozedur, könnte ich auch noch schreiben LDV-Hilf und STV. Hier habe ich doch schon mal mir es etwas einfacher gemacht. Und ein wenig optimiert. Wir könnten auch hier durch Umsortieren des Ausdrucks vielleicht noch ein wenig optimieren, sodass wir nicht so häufig hier das HILF speichern und uns dann wiederholen mit einem arithmetischen Befehl. Da wollen wir uns jetzt erstmal nicht drum kümmern. Wenn man das umsortieren würde, könnte man da vielleicht noch ein bisschen was rauskitzeln, ein, zwei Instruktionen loswerden. Das wäre ja schön. Dann wird dieser Ausdruck hier schneller berechnet werden, wenn wir hier noch ein wenig optimieren. Aber wie gesagt, optimieren machen wir jetzt mal nicht. Da gibt es auch viele Techniken, mit denen man sowas machen kann. Da muss man auch andere Sachen berücksichtigen, wenn es wirklich schnell sein muss, die ich hier aber auch noch nicht diskutieren möchte. Über das Optimieren von Code, da sprechen wir auch in der Vorlesung Technische Informatik. Ich mache jetzt hier schon, habe jetzt hier schon öfters mal Reklame gemacht für die Vorlesung. Vielleicht sehe ich ein paar von Ihnen da wieder. Ich habe übrigens die Befürchtung, wenn es auf Video aufgezeichnet wird, dann trage ich wieder nur vor 10, 12 Zuhörern vor und nicht vor 30 oder was weiß ich wie, oder 40, wie viele Leute das dann eigentlich besuchen würden, wenn ich das Video nicht hätte. Ja, also wir haben hier mal Compiler gespielt, und ich wollte Ihnen nur intuitiv klar machen, was da passiert. Zerlegen in solche syntaktischen Einheiten, für die man dann syntaktische Prozeduren aufrufen kann, die tatsächlich den Code erzeugen, nach einem festen Muster. Wenn ich hier so ganz mechanisch das Muster anschaue, ne, laden, dazu verknüpfen, speichern, laden, verknüpfen, speichern, hier gleich noch abziehen, das ist schon ein bisschen optimiert, und hier wieder laden, verknüpfen, speichern. Also hier steht ja die Sequenz eben gerade so da, und hier könnte ich dann auch noch so, ich sollte das vielleicht noch ausbauen, dann wird es klarer, wo auch die,
wie das mechanisch erfolgen kann. Also das Wichtige ist, dass das der Compiler ja ohne unser weiteres Zutun machen kann und so ganz systematisch erzeugen kann. Compilerbau ist überhaupt auch eine formale Kunst. Da gibt es Regeln, da gibt es Mechanismen, die benutzt man und hinterher kommt ein Compiler raus. Wenn der Code nicht effizient ist, dann gibt es noch eine Optimierungsphase und für das Optimieren gibt es auch wieder so feste Regeln, wie man solche Optimierungen durchführen kann. Also der Compilerbau, der ist schon ja, eigentlich schon relativ nahe an der theoretischen Informatik dran. So, jetzt schauen wir mal auf die Uhr. Ich habe nämlich noch was anderes, was wir nachher erledigen müssen. Ich will es mir nur mal bereitlegen, dass ich es nicht vergesse. Sie wissen wahrscheinlich schon, was das ist. Na, manche wissen es, manche nicht. Aber die, die es noch nicht wissen, die müssen sich dann überraschen lassen. Das ist sozusagen meine und der Universitäts Weihnachtsgeschenk für Sie. Aber bei dem Weihnachtsgeschenk, wer hätte es gedacht, müssen Sie auch noch arbeiten. Nun gut, als nächstes möchte ich das Kapitel Medien anpacken. Das ist in der klassischen Vorlesung Grundlagen der Informatik nicht dabei. Ich mache es hier, weil es A, irgendwie was ist, was mir Spaß macht, was mein Hobby ist. Und zweitens, weil es eben, wie ich finde, heutzutage ganz zentral zur Informatik dazugehört. Vor vielen Jahren, im letzten Jahrtausend, da hat man Informatik, da wurde die Resultate der Informatik wurden als ASCII-Buchstaben auf Bildschirmen konsumiert. Und die sich mit Video und Audio und Grafik auf dem Computer beschäftigt haben, die wurden auch mal als Leute, die Mäusekino machen, verspottet, beziehungsweise, wie hat mal einer gesagt, Eye Candy, also Zucker fürs Auge, so ein Bekannter von mir. Also, ich finde, heutzutage gehört das direkt dazu und wenn wir unsere modernen Geräte anschauen, iPads und Smartphones und Laptops, da finden wir gut, oder was uns gefällt, ist in der Regel auch reich an Medien. Und wir werden hier nicht nur über Ausgabe von Medien reden, wir werden auch ein bisschen über Digitalisierung sprechen und ich werde es auch gleich sortieren, was wir uns angucken wollen. Hier auf der ersten Seite habe ich nur so ein paar bunte Highlights. Im Urlaub war ich mal in Frankreich im Schloss Viondry, das man hier hinten sieht, und da sind die Gärten so berühmt. Ich habe einen Haufen Fotos gemacht, 1, 2, 3 wahrscheinlich, oder 4, 5, 6, und die sind dann hier von so einem Programm aneinander gestitcht worden, um so ein Panorama zu produzieren. Wir wollen über Fotos sprechen, wir wollen über Digitalisieren von Fotos sprechen, da unten auch dieses Bild dazu. Wir wollen aber auch über Grafik mit Grafikprimitiven wie Linien und solchen Kurvenzügen ein bisschen sprechen, über Zeichensätze, wie man Buchstaben schön anzeigt, nicht nur irgendwie anzeigt, sondern schön anzeigt. Über solche Sachen wollen wir sprechen. Wir werden auch ein bisschen über 3D-Grafik plaudern. Anfangen möchte ich aber mit so einem kurzen Überblick Medien und Wahrnehmung. Ich meine, diese Medienströme, die wir in unseren Computern produzieren, verarbeiten und dann zur Präsentation produzieren, die dienen insbesondere der Wahrnehmung durch die menschlichen Sinne. Das sind zunächst mal die Augen und das Gehör. Dazu gehören aber dann schon auch so Verarbeitungsstufen, sagen wir mal das Lesen, das zähle ich jetzt vielleicht auch schon zu den Sinnen dazu. Und irgendwann schaffen wir es vielleicht auch noch, das Taktile besser einzuführen. Es gibt ja schon so Datenhandschuhe und solche Sachen, die einem so ein bisschen Widerstand geben, wenn man in der virtuellen Realität irgendwas anfasst. Und es gab zu Zeiten der Internetblase auch Geräte, die Output
am Computer Output für den Geruchssinn fabriziert haben. Da ging es insbesondere um Modezeitschriften und Parfümverkaufen und solche Dinge. Das waren dann so kleine Chemieanlagen, die da geliefert wurden. Das können Sie sich vorstellen wie so ein Inkjet-Drucker, ne? Bloß dass das, die Flüssigkeiten nicht aufs Papier gespritzt werden, sondern die wurden vermischt und dann kamen die aus einem Zerstäuber raus und man konnte tatsächlich was riechen. Aber natürlich kann man gerade hochwertige Gerüche wie Parfums nicht so richtig gut mit sowas repräsentieren. Deshalb ist wohl auch nichts draus geworden. Aber es gab zu den Zeiten der Bubble, der Internet-Bubble, so 1998, 99, 2000 tatsächlich Startups, die auch viel Geld zur Finanzierung bekommen haben, um was für den menschlichen Geruch zu produzieren. Ja, sie haben die Nase gerümpft. Da kannst du das manchmal vielleicht auch gar nicht so toll, ich weiß. Langfristig bei unserer Vision des Holodecks gehört es aber irgendwie dazu. Sonst fehlt uns was, glaube ich. Aber wir wollen hier, ich möchte zumindest im Rahmen dieser Vorlesung eher über das sprechen, was wir schon können. Medienströme, die wir vernünftig produzieren können. Am Anfang möchte ich wieder so mit so einer Art Theorie an beginnen. Und zwar mit der Wahrnehmung, wie das Verhältnis von den Medien und natürlich auch dem Beistrom, den wir da haben, zu unserer Wahrnehmung ist. Also die Nutzlast, wie viel Bit brauchen wir, um Bit-Information zu transportieren. Das Bit-Information im Sinne von Claude Shannon und der Entropie. Also hier die Bits da, die Information und die kleinen Bits hier, die wir als Nullen und Einsen übertragen müssen. Wenn wir ein Wort als ASCII-Text schreiben, jetzt bräuchte man gerade eins mit 10 Buchstaben, dann sind das zunächst mal, bevor wir Kompression betreiben, 10 Byte. Wenn wir das komprimieren, dann würden vielleicht nur noch 3 Byte oder so ähnlich übrig bleiben, aber das wollen wir jetzt erstmal beiseite lassen. Eigentlich sind die 10 Byte für so ein Konzept, das hinter einem Wort der Sprache steht, schon eine ganz wenig eigentlich. Also relativ wenig, ziemlich wenig. Man kann es noch kompakter, aber wenn Sie ein Konzept wie Automobil oder so ähnlich in ein Wort reinstecken und das vergleichen mit einer Bitmap, also einer Zeichnung von einem Automobil, dann ist der ASCII-Text schon viel kompakter als das hier. Sagen wir mal, wir brauchen für eine einfache Zeichnung von einem Auto so 1000 Pixel, 50 vertikal, 20 horizontal und pro Pixel ein Byte. Man kann schon erkennen auf dieser Zeichnung, dass es wohl ein Auto sein wird, auf dieser Bitmap. Wenn wir im Telefon Auto sagen wollen, Automobil sagen wollen, dann nehmen wir jetzt mal an, wir brauchen dafür eine Sekunde, um dieses Wort auszusprechen, Automobil, na, geht schon. Dann müssten wir in der Telefonleitung in dieser Sekunde 8000 Byte übertragen. Sie sehen, es wird mehr und hier die Kurve steigt. Ne? Text unformatiert, Text mit ein bisschen Formatierung, jetzt habe ich den Unterstrich hier dabei. Hier eine Schwarz-Weiß-Grafik, hier eine bunte Grafik, hier Audio in niedriger Qualität, in hoher Qualität. Ne? Wenn ich die Sekunde auf der Audio-CD habe, dann habe ich zwei Kanäle links und rechts pro Sample, 2 Byte, 16 Bit-Werte und dann pro Kanal eben 44.100 solche Samples pro Sekunde. Wenn man das jetzt nachrechnet, kommt schon nochmal ordentlich viel mehr raus als das hier. Und wenn wir jetzt das Ganze als Video betrachten, als stark komprimiertes Video, kommt ungefähr so viel raus für unsere Sekunde. Und für Fernsehen kommen dann 33 Megabyte heraus. Auch schon halbwegs komprimiert, nicht richtig scharf komprimiert, aber leicht komprimiert. Und diesen Zahlen sehen Sie natürlich auch, dass wir irgendwann mal mit Kompression richtig beginnen müssen, dass wir es nicht bei sowas lassen können.
Aber Medienkompression, das wollen wir dann in einer anderen Vorlesung später mal verhandeln. Also dieselbe Information habe ich jetzt hier mal aufgetragen in verschiedenen Kompressions- und in verschiedenen Darstellungsformen. Als Text, als Bitmap, als Audio, als qualitativ hochwertiges Audio, als Video oder in Broadcast-Qualität beim Fernsehen. Und die Leute, die über Mäusekino sprechen, die sagen natürlich, das Konzept Automobil zu transportieren, das ist doch schon völlig ausreichend, wenn wir das so machen. Aber wie wir alle wissen, ist es einfacher, einen Film anzuschauen, als das Buch dazu zu lesen. Und es geht übrigens auch schneller, interessanterweise, wenn Sie einen aktuellen Film, da ist ja wohl gerade einer rausgekommen, wegen Copyright-Gründen sage ich das hier überhaupt nicht, der Film, der da rausgekommen ist, wenn Sie den lesen, wenn Sie den im Kino anschauen, dann ist irgendwie nach wie vielen Stunden vorbei? 2 oder 3 oder sowas ähnliches. Wenn Sie sich das Buch kaufen, na, dann sind Sie schon ein paar Tage am Lesen. Wie bitte? Der ist ein Drittel, also gut, dann 6 Stunden oder 9 Stunden. Ja, aber, ja genau, das Buch ist klein. Meinen Sie, ich soll mir ein besseres Buch raussuchen, das Buch, das die 3 Teile schon hat? Okay. Ja, jedenfalls, es ist sicher weniger anstrengend, das einfach auf sich einprasseln zu lassen. Und außerdem ist es noch viel reicher in den visuellen Eindrücken und auch in der Audioeindruck ist viel reicher, als wenn man das Ding liest. Wenn man das Buch liest, dann naja, von dem geistigen Auge entsteht dann schon ein Bild. Hier kommt darauf an, wie fantasiebegabt sind, mehr oder weniger. Ich lese es und finde es ganz interessant. Aber in einem Film ist natürlich die Illusion ganz anders. Man steckt da viel mehr drin. Und dieses viel mehr drinstecken, die verbesserte Illusion, ist auch ein wichtiger Grund, warum wir uns mit Medien beschäftigen. Es gibt nämlich durchaus eine Differenz zwischen dem hier und dem hier oben. Hier unten werden viel mehr Teile unserer Wahrnehmung, unseres Emotionen und so weiter, unseres Gehirns angesprochen, als nur mit diesem Text Automobil. Ja, wenn wir ein Stückchen Film sehen von einem Auto, was da auf der Straße langfährt, dann stecken da viel mehr Empfindung, Wahrnehmung und so weiter, werden da bei uns ausgelöst, als wenn wir nur den Text hier lesen. Also ist es für die Informatik natürlich schon auch relevant, dieses Mehr an Transport zu untersuchen und durchzuführen. Naja, und die Menschen haben ja auch irgendwie zu Fuß abgestimmt. Wer guckt schon nach ASCII-Terminals an? Wer arbeitet mit dem VT100? Ja, weil die meisten von Ihnen gar nicht wissen, was ein VT100 ist, aber das werden wir jetzt nicht diskutieren. Wenn Sie mal wirklich sowas sehen wollen, sowas Ähnliches sehen wollen, also VT100 kann man natürlich jederzeit in der Wikipedia nachlesen. Ich glaube, da bei uns im Assistentenbüro, da schlummert noch ein VT220. So ein altes Relikt. Genauso wie ich ein paar alte Rechenmaschinen in meinem Büro habe, ich hatte ja auch meine in der Vorlesung dabei. Ja, das Aufnahmevermögen, das menschliche Aufnahmevermögen, die einzelnen Sinne können mehr oder weniger große Bitraten vertragen, zum Beispiel unser Sinn lesen, der hat natürlich wesentlich niedrigere Bitrate, die er da entgegennehmen kann, als zum Beispiel unsere Augen. Da ist der Informationsstrom viel größer. Dazu kommen dieses dimensionale Empfinden, die räumlichen Effekte. Für das Auge ist es unmittelbar klar, ja, wir können Räume nicht sehen, wobei natürlich das Sehen durch diese Stereobasis der Augen nur ein kleiner Teil ist des räumlichen Sehens. Ich meine, auf 10, 15 Meter Distanz funktioniert das ja gar nicht mehr so richtig. Da nehmen wir diese tiefen Hinweise woanders her. Das Hören ist übrigens recht gut ausgeprägt, beziehungsweise bezüglich räumlicher Ordnung, räumlichen Empfindens.
Das weiß man eigentlich zunächst mal so gar nicht. Dann wird sie kurz die Augen zumachen und bitte nicht einschlafen. Dann können Sie durchaus herausfinden, wo ich gerade im Hörsaal spazieren gehe. Nicht mit dem Lautsprecher, aber wenn ich jetzt das Mikrofon abnehmen würde und hier rumlaufen würde, dann könnten Sie mich durchaus mit Ihrem Gehör orten. Die Lautsprecher sind natürlich immer an derselben Stelle. Da geht es nicht so gut. Ja, wir haben natürlich auch ein räumliches Empfinden, auf dieser eindimensionalen Zeitachse, so ein Vorher-Nachher-Gefühl. Und die Dimension, dieses räumliche, wird im Gehirn vielfältig ausgewertet, bewusst und unbewusst natürlich. Diese Auswertung, die ist insbesondere etwas, bei der man schnell was falsch machen kann, wenn wir Medien präsentieren. Und wenn Sie sich heutzutage so 3D-Filme und 3D-Fernsehen anschauen, da findet ja genau das statt, dass diese dreidimensionale Präsentation nicht perfekt ist und dass wir dass manche Menschen im Kino ganz, ganz schwierig reagieren auf 3D-Filme. Für manche wirkt es nicht und für manche wirkt es so, dass ihnen schlecht wird. Nicht wegen dem Inhalt, sondern weil in unserer 3D-Präsentation leider noch eine ganze Menge Widersprüche drin stecken. Weil manches eben doch nicht mit dem Realismus eben noch nicht so weit sind, dass alle diese tiefen Effekte bei uns wirklich zusammenpassen. Das ist zum Beispiel so, wenn wir so eine Stereobrille aufhaben und bewegen unseren Kopf relativ zu dieser Stereobildern, die da projiziert werden, dann sind die Effekte eben nicht genau so, wie wenn wir unseren Kopf so in der natürlichen Welt bewegen. Die Veränderungen in der räumlichen Wahrnehmung. Da gibt es, glaube ich, auch Untersuchungen, dass das für kleinere Kinder durchaus problematisch sein kann, dass deren Empfinden, ich habe da mal was gelesen, so ein Bericht über ein Paper, dass deren die Ausbildung deren des räumlichen Sehens bei Kindern, die im jungen Alter, so 3, 4, 5 bis 7, 8 Jahre 3D-Fernsehen gucken, dass die wohl da beeinträchtigt werden. Mal sehen, ob diese Untersuchungen sich langfristig auch bewahrheiten. Das werden wir dann sehen. Ja, des Weiteren, also wir haben kurz über Dimensionen als Eigenschaften dieser Medienströme, räumliche Anordnung als Eigenschaften dieser Medienströme gesprochen. Ich möchte auch noch die Medienströme unterteilen in diskrete und kontinuierliche Medien. Das machen wir entlang des Auflösungsvermögens unserer Wahrnehmung, des zeitlichen Auflösungsvermögens oder des räumlichen Auflösungsvermögens unserer Wahrnehmung. Im Raum unterscheiden wir da, ob wir Punkte sehen oder Verläufe. Grobe Pixelmaps oder eben Fotografien, in Anführungszeichen Fotografien, bei denen wir Verläufe auf Farbflächen sehen oder ob wir wirklich so Stufen in Farbflächen sehen. Die Punkte einzeln wahrnehmen oder grafische Objekte wahrnehmen, Verläufe und so weiter wahrnehmen. Und in der Zeit ist es auch irgendwie klar, entweder sehen wir das, was ich mal ein Stillleben nennen möchte, oder Bewegung, das ist der Unterschied zwischen einer Grafik und einer Animation und der Unterschied zwischen Bild und Video. Das Audio ist physikalisch immer kontinuierlich, psychisch und in unserer Wahrnehmung, eventuell auch diskret, wenn wir sowas wie einen einzelnen Ton hören. Für mich ist das egal, aber ich kann die sowieso nicht auseinanderhalten. Aber der was von Musik versteht, der hört eben unter Umständen einzelne Töne. Beziehungsweise, das können wir auch alle irgendwie Sprache erkennen. Und wenn jemand spricht, dann wird das irgendwie
gleich in unserem Gehirn in so eine Art diskrete Darstellung transformiert, obwohl es ja eigentlich eine Schallwelle ist, die da bei Ihnen ankommt. Ich schreibe hierhin Sprache oder Musik, das kann aber sein, weil ich irgendwie bei Musik irgendwie ein Underachiever bin und eben solche Sachen wie Töne oder so nicht richtig auseinanderhalten kann und mehr so diesen Gesamteindruck mitbekomme. Was ich auch noch erwähnen möchte, hier unten sind Abschattungseffekte. Abschattungseffekte entweder in einem Medium, laute Töne und leise Töne sozusagen im Hintergrund, die wir dann nicht wahrnehmen. Dominierende grafische Objekte in einer Zeichnung oder in einem Bild und daneben kleine Objekte, die wir, wenn wir uns das Bild kurz anschauen, nicht sehen. Das ist, jeder von Ihnen kennt wahrscheinlich diese Bilder, in denen man Fehler suchen muss. Da liegen dann zwei nebeneinander und da steht dann drin, im rechten sind 15 Fehler und dann geht das Suchen los. Das ist ein klassischer Abschattungseffekt. Ne? Es dauert einfach, bis wir das sehen, bis wir die 15 Fehler da eigentlich einzeln alle markiert und eingeringelt haben. Ich habe das als Kind häufiger betrieben, in so einer Zeitschrift, die da zu uns nach Hause kam, jede Woche oder so. Ich kam da was und dann musste ich gleich diese Vergleichsbilder da angucken. Und na gut, sowas gibt es auch zwischen Medien. Und da ist das bekannteste Beispiel, oder das berühmteste Beispiel sicher der Alfred Hitchcock, der ja so Unzulänglichkeiten im Bildstrom durch interessante Musik überspielt hat und umgekehrt auch im Audiostrom durch die Kraft von speziellen Bildern Dinge im Audiostrom in den Hintergrund der Wahrnehmung gedrängt hat, formulieren wir es mal so. Also Hitchcock ist da eigentlich ein ganz berühmtes Beispiel. Also Abschattungseffekte zwischen Medien, die gibt es auch. Und solche Abschattungseffekte, die haben einerseits was mit der Information, die man transportieren will, zu tun. Manchmal sieht man ja auf der Webseite, ne, oben steht Flatrate 9,59 € pro Monat, 9,95 € pro Monat und ein klitzekleines Sternchen. Und wenn man dann runterscrollt auf der Webseite, sieht man unten in hellgrauer Schrift auf mittelweißem Untergrund, dass es keine Flatrate ist. Das ist eigentlich auch, ne, zumindest farblich, ein Abschattungseffekt in diesem Medium, der da ausgenutzt wird. Also man kann es nicht nur in positiver Weise ausnutzen, sondern auch Sachen verheimlichen. Als Anfang möchte ich bei den Medien, die wir hier besprechen, mit der Computergrafik, weil wir das auch ein bisschen als Basis brauchen, damit ich dann später vernünftig über Text sprechen kann. Computergrafik. Wir wollen visuelle Objekte darstellen. Diese visuellen Objekte sind Buchstaben im Sinne von ABC, sind Zahlen, Ziffern im Sinne von 0 bis 9 oder Hexadezimalzahlen meinetwegen noch. Die sind aber insbesondere auch geometrische Objekte, sowas wie gerade Kreise, Rechtecke und so weiter. Diese geraden Kreise, Rechtecke, die setzen wir dann zusammen zu solchen schönen, aussagekräftigen Zeichnungen, wie ich sie hier habe. Das hier ist eine Linie, das hier ist ein ausgefülltes Dreieck, das hier ist ein Rechteck, hier haben wir ein Rechteck, hier haben wir Kreise. Und diese Zeichnungen, die sind ja aus ganz einfachen geometrischen Objekten zusammengesetzt. Diese geometrischen Objekte, die Buchstaben und die Zahlen, die können auch zusätzliche Attribute haben, zum Beispiel die Farbe oder ein Muster. Heutzutage würde man wahrscheinlich Textur sagen, mit der man das ausfüllt, beziehungsweise den Zeichensatz, je nachdem, wo es eben anzuwenden ist, bei Buchstaben und bei Zahlen hat man Zeichensatz, Font und Muster und hier hat man nur Farbe und Muster. Farbe, Muster und Font bei Buchstaben und Zahlen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt den Bildspeicher oder auch Bildwiederholspeicher.
Das ist das, was die Hardware unseres, ja, unseres Pads oder unseres Computers oder auch da oben Beamer vielleicht, ein Stück RAM, in dem pro Pixel eine Farbe gespeichert ist. Die Farbe kann schwarz-weiß sein, dann braucht man nur ein Bit pro Pixel. Sie kann aber auch zum Beispiel 2 hoch 24 unterschiedliche Werte haben, so ein Pixel, um ein paar Millionen Farben, 16 Millionen Farben unterscheiden zu können. Und im Bildspeicher, das ist also ein Stück Hauptspeicher, da liegen die Pixel nebeneinander drin, die erste Zeile von den Pixeln und die zweite und die dritte, bis wir unten angelangt sind. Dieser Bildschirm hier hat 1024 Pixel horizontal, 768 Pixel vertikal. Hier von meinem iPad, das hat noch ein bisschen mehr. Das sind aber jetzt dann ja, in diesem Bildspeicher, entweder im Hauptspeicher oder im Grafikadapter, in der Grafikkarte oder sonst was, oder auch im Fernseher, da können unterschiedlich abstrahierte Objekte drin liegen. Ich habe jetzt über Pixel gesprochen. So machen wir es heute. Das war aber nicht immer so. Das gab auch mal eine Zeit, da haben da Buchstaben, ASCII-Buchstaben im Bildwiederholspeicher gestanden. Da gingen dann auf den Bildschirm horizontal 80 Spalten, 80 Buchstaben nebeneinander und 24, 25 Zeilen untereinander drauf. Für diesen Speicher, damals war RAM was furchtbar Teures, braucht man also für einen 80 mal 25 Bildschirm nur 2000 Byte, 2 Kilobyte. Das hat immer noch vielleicht einen Haufen Geld gekostet, Tausende von Mark oder Dollar in der Anfangszeit. Diese Buchstabenbildschirme, da kann man natürlich nur Buchstaben darstellen und ein paar so einfache grafische Symbole. Wenn Sie sich, wer kennt das Spiel Pac-Man? Ja, das ist ja gerade so mit grafischen Symbolen gebaut. Ne? Wenn da dieser gefräßige Mund da langläuft, in einer Zeile oder in einer Spalte senkrecht, ne? Niemals schräg oder sowas, und da auf und zu geht, dann sind das eigentlich nur zwei, drei Symbole oder vielleicht nur zwei Symbole, eins mit offenem Maul, eins mit geschlossenem Maul und dann hüpft er da so lang und das ist mit Buchstaben gemacht. Man nehme einen Buchstaben, dieses Symbol, das ist in Pac-Man eben, mit offenem Mund und dann zeigt man eins weiter mit geschlossenem Mund und noch eins weiter mit offenem Mund und eins weiter mit geschlossenem Mund, dann blinkt der da sich so lang. Wenn das heutzutage emuliert wird auf so einem Pixelbildschirm, ist das nicht besonders irgendwie, eigentlich besonders witzig. Aber nun gut. Also man kann mit solchen Buchstabenbildschirmen eigentlich Text anzeigen, vielleicht auch ein bisschen primitive Grafik machen, so wie bei, auch zum Beispiel wie beim C64, wer diesen Computer noch kennt oder die Retro-Version davon kennt. Eventuell sind das auch Rasterbildschirme, aber das sind die Punkte eben nur in Gruppen ansprechbar. Um aus so einem ASCII-Zeichen, also zum Beispiel aus dem Wert 61, Hexadezimal 61, das kleine A auf dem Bildschirm anzeigen zu können, als Pixel. Oder um, ja, hier nehme ich mal das große A, Hexadezimal 41. Da braucht man irgendwo ein Stückchen Speicher, das ist dieser Charaktergenerator, das ROM, in dem die kleine Bitmap hier drin liegt. Und dieses ROM, das sprechen wir an, indem wir sagen, wir möchten bitte die dritte Zeile vom A, die dritte Zeile und von welchem Buchstaben vom A. Und dann liefert der Zeichengenerator, das ist hier eine Adresse, die reinkommt, ne? Das A ist eine Zahl, die 3 ist eine Zahl und dann liefert der Zeichengenerator am anderen Ausgang hier so ein paar Bit hintereinander und 2 sind eingeschaltet und der Rest ist auf 0. Und das schreibt man dann, das zeigt man dann auf dem Bildschirm an. Strahl aus, Strahl ein, Strahl aus, Strahl aus, Strahl aus, Strahl an, Strahl aus, beziehungsweise bei so einem LCD Zelle undurchsichtig, Zelle durchsichtig. Auf die Weise kann man von Buchstaben ausgehend auf dem Bildschirm solche Punktemuster anzeigen. Das sieht man bei
bei älteren Geräten noch, Sie haben sicher alle schon solche Geräte mal gesehen oder bei einem älteren Handy, da kann man sowas auch noch beobachten. Es gab auch noch mal eine andere Art, volle Grafik zu machen mit diesen Vektorbildschirmen, aber die will ich jetzt gar nicht mehr erzählen. Ich meine, es ist ja hier eigentlich keine Geschichtsstunde. Es sollte zumindest keine Geschichtsstunde werden. Wir sprechen über Rasterbildschirme, denn das ist das, womit wir umgehen müssen. Das Bildchen hier, das habe ich übrigens so vor ungefähr 20 Jahren den Screendump auf dem Macintosh gemacht. Da hat der Apfel noch so lustig ausgesehen, bunt. Irgendwann ist das mal dem irgendeinem Designer zum Opfer gefallen. Aber aus Nostalgiegründen habe ich das noch weiter. Das ist die linke obere Ecke vom Bildschirm und dann noch kräftig vergrößert, damit wir uns angucken können. Sie sehen ja hier, da ist ein Pixel und das ist ein Pixel oder hier dieser Punkt hier, dieser weiße, das ist auch ein Pixel. Ich habe es also ein bisschen vergrößern müssen, damit wir uns das hier anständig angucken können. Aber natürlich auch das hier ist ein Rasterbildschirm. In einem Rasterbildschirm legen wir im Bildwiederholspeicher, in einem Stück RAM, pro Pixel eine Zahl ab. Und wenn das rot werden will, soll, so wie das da hier, dann müssen wir da ein paar Pixels ineinander legen, ein paar Byte in den Speicher schreiben, bei der rote Kanal auf 255 gesetzt ist und der blaue und der grüne zum Beispiel, je nach Farbmodell, auf 0 gesetzt sind. Dann sehen wir rot. Wenn wir weiß sehen wollen, dann müssen wir in all drei Kanälen Vollgas geben, 255 speichern. Wenn wir schwarz sehen wollen, müssen wir in allen drei Kanälen eine 0 hinschreiben. Also hier, das sehen wir, 3 Byte, 3 Byte, 3 Byte, 3 Byte, alle auf 0. Dann sehen wir hier ein paar Bytes, viele hunderte von Bytes nebeneinander, die sind alle auf 255. Oder hier 255, 255, 255, 255, 000, 255, 000 und so weiter. Dieser Bildwiederholspeicher, der wird übrigens von einem Stück Elektronik regelmäßig abgegrast, um diese Pixelwerte zu holen. Und dann hier zum Beispiel bei unserem Beamer da diese Pixel zu nehmen und anzuzeigen, diese einzelnen Werte. Und wenn Sie dieses Kabel hier anschauen, das ist ja noch ein analoges Kabel, da werden auch hier die hier drin in dem Chip der Bildwiederholspeicher genommen, zeilenweise abgegangen, abgegrast, ausgelesen. Und ein analoger Wert, je nachdem, ob das schwarz oder weiß oder rot ist, hier auf diesen Leitungen erzeugt. Da gibt es eine einzelne Leitung für rot, eine für grün und eine für blau. Übrigens auch bei digitalen Interfaces HDMI, das was ähnlich ist, ist das so, dass der Bildwiederholspeicher sequenziell durchgegangen wird, alle 2560 mal 1600 Pixel hintereinander. Und Sie sehen, das ist schon eine ganze Menge, das gibt so 4 Millionen Pixel. Und diese 4 Millionen Pixel, die übertragen wir dann auf diesem Interface. Und weil wir eine Bildwiederholrate von 60 oder sowas haben wollen, müssen wir 60 mal 2560 mal 1600 Pixel mal 3 Byte pro Sekunde übertragen. Ui, das ist ganz schön viel. Deshalb geht diese Auflösung auch nicht auf einem normalen HDMI-Interface. Das macht bei 1920 mal 1080 Schluss. Da braucht man zwei Kanäle schon dafür, für diese Auflösung. Die Punkteanzahl so typisch von dieser Größenordnung bis der hier. Ja, auf unseren Smartphones gibt es auch kleinere Auflösungen. Eigentlich heutzutage auch nicht mehr so richtig, oder? Wenn man so einen Laden kauft und kauft sich irgendwie ein schönes Smartphone für, sagen wir mal, 300 Euro oder so ähnlich, dann kriegt man auch schon diese Auflösung, würde ich mal sagen. Und, naja, das ist so die Auflösung, die man auf 30 Zoll Monitoren dann und wann sieht. Dieses Ding hier, dieses iPad, das hat so ein Display, das hat auch eine besonders hohe Auflösung, aber das hat die Punkte relativ dicht.
Ich glaube, da ist die Auflösung 2048 mal 1536 oder so ähnlich. Und die Punkte sind ganz schön dicht. Ich muss die Brille abnehmen, um einzelne Pünktchen sehen zu können. Das will ich hiermit ausdrücken. Die Anzahl Punkte pro Zoll, DPI, die Angabe ist halt nicht im metrischen System. Und damit ist gemeint, pro Stück, pro Zoll Bildschirm, wie viele Punkte haben wir da? Hier sehen Sie übrigens, dass pro Zoll von unserer Projektionsfläche für 2,5 cm, wie viel ist das? Guck mal schnell, da haben wir vielleicht 7 oder 8 Pixel auf 2,5 cm, meinetwegen 10. Bei so einer Projektion. Aber da sitzen sie auch weiter entfernt. Bei denen hier und bei unseren Mobiltelefonen mit so einer extrem hohen Aufpixeldichte pro Inch kommt man, glaube ich, auf über 300, 330 oder so ähnlich. Müssten Sie mal nachgucken. Nochmal, ich weiß es nicht genau, ich weiß es nicht auswendig. Hier habe ich nochmal ausgerechnet, wie viel Byte wir brauchen im Bit-Wiederholspeicher für so einen Monitor mit dieser Größenordnung. Weil wir hohe Frameraten haben wollen, beziehungsweise hohe Bildwiederholraten, müssen wir so viele Bytes auch, so viele Bytes mal 25 mal 60 mal 40 pro Sekunde transportieren über das Interface. Das macht übrigens durchaus Arbeit. Das ist nicht trivial, diese hohen Bitraten zu transportieren. So, nachdem wir erstmal darüber gesprochen haben, wie wir grafische Objekte, wie wir Text visualisieren. Wir müssen also diese Objekte abbilden auf Pixel. Möchte ich über die Abbildung sprechen. Ich habe schon mal hier ganz kurz über die Abbildung gesprochen. Wie mache ich aus Objekten Pixel? Das müssen wir uns nochmal anschauen. Aber bevor wir darüber sprechen, möchte ich noch ein bisschen ausholen beim Text. Ich möchte über Zeichensätze sprechen. Da gibt es, am Anfang gab es diese Zeichensätze, die benutzen wir immer noch fleißigst, diese Zeichensätze EBCDIC und ASCII. Das ist eine Abbildung von dem Konzept Buchstaben auf Zahlen zwischen 0 und 127 beziehungsweise 0 und 256, 7-Bit, 8-Bit, je nachdem. Diese Abbildungsvorschrift beim ASCII, da oben steht es auch ausbuchstabiert, von 0 bis 31, das sind eigentlich Druckersteuerzeichen, denn dafür war es als erstes gemacht. Also Codes, die man an den Drucker schickt, damit er einen Seitenvorschub oder einen Zeilenvorschub oder einen Wagenrücklauf macht. Wagenrücklauf ist den Druckkopf ganz nach links bewegen. Eigentlich was die Schreibmaschine auch kann. Schreibmaschinenbefehle, wenn Sie so wollen. Dann kommen hier die sogenannten druckbaren Zeichen, das, was Sie da auf dem Typenkorb oder auf dem Typenrad drauf finden. Wer hat schon mal mit einer Schreibmaschine geschrieben? Wer hat noch nicht mit einer Schreibmaschine geschrieben? Oh, sick, es gibt es mittlerweile. Finde ich interessant. Die Zeiten ändern sich. Aber wir können es ja auf einer Tastatur auch sehen. Die druckbaren Zeichen, eigentlich brauchen wir gar nicht so viele in den lateinischen Sprachen, lateinischen Schriften. Eigentlich brauchen wir so ungefähr 30 kleine und 30 große oder so ähnlich, wenn man Äs, Ös und Üs mitzählt in Deutschland. Und dann brauchen wir noch ein paar Ziffern und dann brauchen wir noch ein paar Interpunktionszeichen. Und wenn wir da ordentlich großzügig sind, sind wir mit 70, 80 Stück auch schon gut bedient. Kleine Buchstaben und große Buchstaben zählen separat. Eine andere Variante von diesem da ist das EBCDIC. Die Schwierigkeit taucht auf, wenn wir sehen, dass die in Frankreich andere Sonderzeichen haben als wir. Wir haben Es, Ös und Üs und das scharfe S. Die Franzosen haben so ein C mit so einem kleinen Ding darunter, das Cédille.
Die benutzen auch fleißig dieses Trema, also einen Buchstaben mit einem Doppelpunkt, also einen Vokal mit einem Doppelpunkt obendrauf. Und in den skandinavischen Sprachen, da gibt es ein O, das durchgestrichen ist, und ein A, das oben so einen Kringel drauf hat. Ich versuche gar nicht, das auszusprechen. Da wird ja Video aufgezeichnet, irgendwelche Leute lachen sich über mich kaputt. Und dann gibt es in anderen Sprachen, so in den slawischen Sprachen, heißt so ein Ding, das heißt Hacek und so weiter. Wenn man die alle, nur von den lateinischen Sprachen, diese Spezialzeichen, diese länderspezifischen Zeichen, wenn man die alle im ASCII-Code drin haben wollte, dann reicht es dummerweise nicht mit den, Codierungsmöglichkeiten im ASCII-Code, mit den 256. Und deshalb muss man für solche Erweiterungen mit länderspezifischen Zeichen, gibt es einen Standard, diese ISO 8859 Zeichensätze, und das große X steht für eine weitere Ziffer. 1, 2, 3, 4 und 9 sind irgendwelche lateinischen Zeichensätze, und 1 ist so, funktioniert gut in Mitteleuropa und England und so weiter. 5 ist für Kyrillisch, 6 ist für die arabischen Zeichen, 7 für Griechisch und 8 für Hebräisch. Ja, das hier sind die lateinischen, und wo dann da die dänischen Zeichen drin sind und so weiter, das weiß ich nicht. Damit hat man es immerhin schon mal für ein paar Prozent mehr der Weltbevölkerung geschafft. Ne? Für, jetzt haben wir irgendwie hier mit diesen Zeichensätzen vielleicht 2 Milliarden oder so ähnlich mit Zeichensätzen versorgt. Und die anderen, die haben andere Schriften. Die 1,5 Milliarden Chinesen, die benutzen solche Ideographen. Und auch in Korea haben sie Ideographen, aber andere, in Japan haben sie auch wieder andere Ideographen. Und interessanterweise, in China, da gibt es nicht nur 50 Buchstaben oder 100 Buchstaben oder so, da gibt es viel mehr Zeichen im Zeichensatz. So in der Größenordnung, ich glaube 15.000 oder so ähnlich, oder 20.000. Insgesamt sind 28.000 solche Codes für Ideographen standardisiert, glaube ich, mittlerweile. Der Standard dafür heißt Unicode, und da gibt es auch mehrere Varianten mittlerweile. Ich habe hier geschrieben 16 Bit pro Zeichen, das stimmt nicht mal so ganz. Da gibt es auch ein Erweiterungsmechanismus, dass man auch 24 Bit pro Zeichen benutzen kann und so weiter. Ja, da kann man dann auch noch weitere Spezialzeichen kodieren, da kommen wir auch nochmal dran vorbei, kurz bei diesen Spezialzeichen. Interessant wird es übrigens, wie man, kann man ja mal drüber nachdenken, wie groß muss eigentlich die Tastatur werden für die vielen chinesischen Schriftzeichen. Aber das überlasse ich jetzt Ihnen zum Nachdenken, ob die wirklich eine Tastatur mit 20.000 Zeichen haben oder mit 15.000 Zeichen. Die Frage ist eigentlich eher rhetorisch, gell? Insgesamt, selbst wenn wir Unicode benutzen, selbst wenn wir 16 Bit pro Zeichen verwenden, wobei in unserem Sinne die Buchstaben, die in so einem chinesischen Zeichen drin stecken, sind ja irgendwie schon 2, 3, 4 Stück. Ne? Also ist es sogar eigentlich kompakter bezogen auf die Bits, die wir verplempern, weil ja da ganze Silben drin stecken. Text ist ein sehr kompaktes Medium. Schön kompakt. Interessant, ja. Zunächst mal ist aber Text, schaut ja eigentlich ziemlich, ja, schon fast unstrukturiert aus. Wenn Sie so ein Buch aufschlagen und einen Roman oder sowas, da stehen ja die Buchstaben irgendwie fast unformatiert nebeneinander. Da ist selten mal was fett gedruckt, kursiv geschrieben und so weiter und so weiter. Wir sind es uns aber gewöhnt, dass zumindest in solchen Texten wie hier, dass wir da auch schon mal Fettdruck und Kursiv und sowas benutzen. Das muss man jetzt auch systematisieren. Die Buchdruckkunst, die hat das 500 Jahre lang schon gemacht, dieses Systematisieren. Da gibt es Fettschrift, Kursivschrift, dann gibt es auch so eine Umrissschrift, das sieht man jetzt hier nicht richtig, das hatte ich immer zeitlang als Umrissschrift, aber das gibt es irgendwie Schwierigkeiten mit den iBooks, oder schattiert, so wie ich es hier versucht habe, anzudeuten. Es gibt noch andere Arten. Andererseits ist das irgendwie immer keine so besonders gute Idee, sowas Schattiertes wirklich zu benutzen.
Dann gibt es natürlich weitere Attribute, die Zeichengröße und die Zeichenbreite. Also Höhe und Breite. Ne? Wenn Sie, ja, eigentlich so, unsere Zeichen stecken ja in sowas wie einem Rechteck drin. Das umfassende Rechteck, ne? Bounding Box. Und das hat eine Breite und eine Höhe. Ne? Das Z ist zum Beispiel viel breiter als das I. Das Z ist auch viel größer als das E. Das I ist auch größer als das E. Da können wir einerseits Zeichengröße als globale Eigenschaft von dem ganzen Zeichensatz, von dem Text, den wir auf eine Seite setzen, nehmen und den Text, den wir in eine Zeile setzen. Das habe ich auch teilweise gemacht, die Überschriften, wenn Sie sich das hier angucken, das ist ja viel größer und übrigens auch noch ein anderer Zeichensatz als der, aber da kommen wir gleich vorbei. Wir haben also Zeichengröße und Zeichenbreite und dann gibt es auch noch solche Spezialsachen wie Kerning und Ligaturen. Kerning, mal schauen, ob wir es hier irgendwo sehen können. Ja, wer sieht Kerning hier? Ich sehe es da oben beim T. Das T guckt noch über das E drüber. Das E ist so ein bisschen drunter gerutscht. Das ist übrigens in der Buchdruckkunst nicht etwa gemacht worden, weil das irgendwie besonders schön ist oder sonst was. Das hatte mal ganz knallharte mechanisch-technische Gründe. Wenn Sie so einen Buchstaben haben, setzen Sie da hin und daneben kommt das E und dann kommt ein I und so weiter. Und dann Gutenberg, dann wird das eingepinselt mit schwarzer Farbe, dann kommt ein Stück Papier drauf und dann die Druckerpresse und zusammendrehen. Wieder aufmachen, Blatt Papier auf die Seite, Farbe drüber. Wenn Sie das 100-mal gemacht haben, da bricht so ein Eckchen von dem T schon mal gerne ab. Wenn Sie aber, und fest zusammendrücken muss man trotzdem, damit die Tinte wirklich gut aufs Papier draufkommt. Die chemische Qualität der Tinte war nicht so toll, das Papier war nicht so toll. Man muss schon festdrücken. Und da konnte schon so ein Eckchen an dem T mal abbrechen. Und deshalb nützt es was, wenn man das E ein bisschen und das T drunter rückt, dann bricht die Ecke oben rechts nicht so leicht ab, weil der Druck von dem E aufgenommen wird. Also das Kerning hatte durchaus auch einen technischen Hintergrund. Genauso wie diese Ligaturen, ne, das F aus einem FL einen Buchstaben machen oder aus einem FI, ja, das ist das FI, nee, das sind hier beides FL. Aus FLs und FIs wird zum Beispiel ein Buchstabe gemacht. Das nennt man Ligaturen, das hat auch solche mechanischen Gründe beim Pressen in der Buchdruckerwerkstatt. Also nicht zwei Buchstaben nebeneinander, sondern den so ineinander fließen lassen, wenn man genau genug hinguckt. Kann ich das hier sogar sehen? Das ist aber dann tatsächlich ein anderes Zeichen und für die Ligaturen haben sich die Buchdrucker damals auch andere Holztypen geschnitzt. Damit eben, die haben dann statt einem FI oder einem FL diese Spezialtype eingesetzt. Die Fontmetrik, also Zeichensatz, das ist ein Font. Ein Font mit einem Typenerscheinungsbild, mit einem Buchstabenerscheinungsbild. Wir können das ja jeden Buchstaben als eine eigene kleine Zeichnung interpretieren. Und so ist es auch angefertigt worden. Die haben das sich als Künstler gesehen, die wirklich diese Buchstaben schnitzen. Oder gießen später. Wenn man das gießt, dann muss man halt die Originalformen entsprechend künstlerisch gestalten auch. Mechanisch und künstlerisch. Das ist ein Kunsthandwerk. Also die Zeichensatzmetrik beschreibt insbesondere die Laufeigenschaften von dem Text, wie breit das I ist, wie breit das E ist, wie breit das G ist und so weiter, die Unterlängen hiervon. Und ich habe hier so ein paar Parameter hingeschrieben. Da gibt es hier die Basislinie, auf der die Buchstaben drauf sitzen, bis auf die, die eine Unterlänge haben, das heißt Descent. Dann hier das, was über dieser Basislinie ist, ist der Ascent. Das ist die Breite, hier haben wir auch noch die Breite. Und dann gibt es hier unten drunter noch was, was Leading heißt. Dieser Ausdruck Leading, der eigentlich auch eine ganz profane Bezeichnung, um die Zeilen zu separieren,
Nachdem man das mit solchen Bleitypen gesetzt hat, hat man kleine Bleistreifen eingeschoben als Abstandshalter zur nächsten Zeile. Und ja, Lead heißt eben Blei und Leading ist so ein Bleistreifen, der da reinkommt und das ist der Abstand zur nächsten Zeile. Es gibt sogenannte proportionale Zeichensätze. Ein proportionaler Zeichensatz, das ist einer, bei dem die Buchstaben ja, so viel Platz einnehmen, wie es für die kleine Zeichnung, das Symbol, das für den Buchstaben steht, nötig ist. Das I ist schmäler als das P und schmäler als das M. Monospace Fonts, da haben wir einen hier. Hey, da. Das ist hier so ein Zeichensatz, da ist jeder Buchstabe gleich breit. Das ist viel einfacher zu setzen. Und die sind eben alle gleich große Rechtecke. Und das große T ist genauso breit wie das kleine I. Und Sie sehen übrigens das T und das V, das müssen Sie schon ganz schön aneinander quetschen, da ist kaum Platz dazwischen. Während hier um das I ist viel Luft. Obwohl das einfacher ist, ist das, wenn wir über mechanisches Buchdrucken nachdenken, so mit Holztypen oder mit Bleitypen, natürlich schlecht. Da ist das I gleich mal, der I-Punkt gleich mal weg. Der Englischlehrer im Englischunterricht hat erklärt, mir mal, ich weiß nicht, ob es wahr ist oder gut erfunden ist, im Englischen wird doch das Personalpronomen ich, also I, großgeschrieben. Und mein Englischlehrer hat behauptet, das ist deshalb so, weil wenn man das einzeln schreibt, haben die Buchdrucker nichts gehabt, was drumherum ist und was dem I hilft. Und ja, das I hier, da gibt es noch links und rechts ein bisschen was, was den Druck wegnimmt. Aber wenn Sie das Personalpronomen I alleine schreiben im Englischen, da ist ja links ein Blank und rechts ein Blank und oben ist nichts und unten ist nichts, dann bricht das der I-Punkt schnell ab. Deshalb hatten die Buchdrucker für diesen Spezialfall Personalpronomen eben einen großen Buchstaben I genommen, weil der stabiler ist. Naja, wenigstens gut erfunden. Und, ich habe es mir immer noch merken können, ne? Ist schon ein paar Jahre her. Zumindest ist es plausibel. So, jetzt haben wir über Monospace und Proportionalfonts gesprochen. Und natürlich sehen wir auch, Proportionalfonts sind gut für den mechanischen Support von Buchstaben, die filigran sind. Weil dann gleich was daneben ist. Und sowas wie das I oder das T oder so nicht so alleine herumsteht. Ja, über die Jahrhunderte haben sich viele Zeichen Sätze entwickelt. Früher war das eine Kunst und jeder Buchdrucker hatte eben seine eigene Ausdrucksform für Bildchen für die Buchstaben. Seit der Industrialisierung des Buchdruckes, ne, insbesondere Ottmar Mergenthaler und die Linotype-Maschine, bei der Linotype, da wurden ja on the fly diese Typen gegossen, um zum Beispiel für eine Zeitung oder sowas zu setzen. Da haben sich Zeichensätze entwickelt, die allgemein benutzt werden. Das sind ja solche, eben einerseits solche Zeichnungen für einen Glyphen, ja, für das H hier, für das E und so weiter. Dann kommen dazu, die haben natürlich Größen und Laufeigenschaften, die Attribute, die ich eben besprochen habe. Und dann kommt noch der Name von diesem Zeichensatz. Der Name ist übrigens das, was man eigentlich schützen kann. Und da gibt es Firmen, die haben solche Zeichensätze entworfen. Es gibt wahrscheinlich zigtausend Zeichensätze. Und die Rechte dazu gehören diesen Firmen. Da gibt es ein paar bekannte. Bitstream, Linotype Hell, Adobe hat die Rechte gekauft für viele von diesen Zeichensätzen. Ich glaube, alle von Linotype Hell und so weiter. Aber es gibt auch Zeichensatzdesigner da draußen mit denen, im Internet, denen sagen sie, was sie für einen Zeichensatz wollen und dann macht er ihnen einen und schickt ihnen eine Rechnung. Und dann haben sie ihren persönlichen. Ja, ich habe hier mal noch in diesem Zeichensatz, der auch auf dem iPad existiert, hier noch diesen Namen von diesem Zeichensatz, Zapfino, hingeschrieben. Ich weiß nicht, sowas findet man eher
auf der Speisekarte in einem Restaurant oder so ähnlich. In Ihrer Bachelorarbeit benutzen Sie es vielleicht besser nicht. Die Buchdrucker haben auch Anwendungs-Use-Cases entwickelt. Wo benutzt man denn welchen Zeichensatz? Sowas, da gibt es Zeichensätze ohne Serifen, das Helvetica zum Beispiel. Sie sehen es hier oben. Das hat nicht solche mechanischen Verstärkungen am Ende des Buchstabens. Diese komischen Dinger hier, dieses an dem F dran, hier unten und da oben und da, oder das an dem P da unten am Ende vom P, das ist eine mechanische Verstärkung, damit der Buchstabe nicht so ausfranst. Ist auch wieder, ja, einerseits schön, aber andererseits eben auch einen ganz knallharten Hintergrund. Das mit dem Kapitel 3 hier, das stimmt übrigens nicht. Fontbeschreibungsalgorithmen, das kommt woanders. Dieses Helvetica, das benutzt man, und andere Serifenlose benutzt man gerne für Überschriften. Da, ohne Serifen. Und auch hier, da und da. Blätter, Blätter, Blätter. Und die mit Serifen mehr für den Text im Inhalt. Die Zeichensätze. Es gibt jede Menge nicht-lateinische Schriften. Die Mehrheit der Menschheit benutzt nicht-lateinische Schriften. Da braucht es dann eben auch andere Bildchen pro Symbol, das verwendet wird. Hebräisch, Arabisch. Das hier ist arabischer Text. Der liest sich von rechts nach links. Ich weiß nicht, ob das hier wirklich das heißt, was hier oben steht. Dieser Text hier, The Quick Brown Fox Jumps Over the Lazy Dog, das ist ein Text, der eigentlich ein bisschen albern, hat aber eine besondere Eigenschaft, wer weiß sie? Ja. Bitte? Genau, jeder Buchstabe aus dem englischen Alphabet kommt da drin vor. Und die Freundin von einem Kollegen, die hat mir das mal auf Arabisch geschrieben. Ich müsste es aber mal überprüfen lassen, ob ich da nicht veralbert werde. Wer weiß, wer weiß. Da ist auch die Schreibrichtung anders. Übrigens der Fontmanager und der Textmanager, der sich um das Rendern von solchen Text kümmert, muss dann auch entsprechend sein und bei Chinesisch eben vertikal oder sowas. Nicht bei den nicht-lateinischen Schriften, das ist nochmal irgendwie extra schwierig. Und jetzt möchte ich über Fonts sprechen. Die Größe der Fonts, die Zeichendarstellung. Solche Bitmap-Fonts, wenn wir also unsere Buchstaben, so wie wir sie entworfen haben, wie der Font-Designer sie erstmal entworfen hat, gezeichnet hat, diese kleinen Kunstwerke, wenn wir die auf so einen Bildschirm draufkriegen wollen, dann wollen wir das ja in verschiedenen Größen machen. Die einfachste Art ist, wir lassen uns die einfach in bestimmten Größen entwerfen, zeichnen und speichern uns all diese vielen kleinen Bildchen. Also 255 Bildchen pro Größe. Und jetzt haben wir dann also die Größe 4 Punkte und 14, dazwischen wollen wir vielleicht auch noch 9 und 12 haben, 18 wollen wir vielleicht auch haben, ich habe hier nur so ein paar Beispiele, bis 127. Dummerweise habe ich hier nicht die wirklichen richtigen, nicht die Bitmaps, sondern das hat er auch schon skaliert und so gezeichnet, wie wir das gleich machen. Wenn wir einen anderen Zeichensatz haben, müssen wir das Ganze nochmal machen in der anderen Form, so wie die Bildchen eben gezeichnet sind. Hier haben wir so einen Zeichensatz mit all seinen Zeichen. Ich glaube, das ist ein Times Zeichensatz, so wie er in einem Font-Editor benutzbar ist. Da haben wir das A, das B und so weiter. Und das hier sind die kleinen Bitmaps. Die können wir jetzt anklicken und die können wir auch editieren. Wenn wir eine Größe brauchen, die wir nicht vorher
als Zeichnung haben, die uns keiner als Zeichnung gemacht hat, dann müssen wir eine andere Größe nehmen und skalieren. Wenn wir so ein Q in dieser Größe haben und rechnen es um in die Größe 24 und das vergrößern wir dann mal, damit man es besser sehen kann, ich habe hier die achtfache Vergrößerung genommen, dann sieht das natürlich ein bisschen schäbig aus. Und das ist ein Problem an den Bitmap-Fonts und deshalb mag man die heute nicht mehr so richtig. Weil die so pixelig aussehen in dem Augenblick, wo man sie in einer anderen Größe benutzt, als die, die abgespeichert ist. Und natürlich können wir nicht jede Größe nehmen. Ne? Gehen wir mal hierhin wieder zurück. Wenn wir alle 120 Größen zwischen 4 und 127 haben wollten, dann klappt das nicht. Es wird ein bisschen zu viel. Also haben wir nur ein paar und der Rest müsste interpoliert werden. Aber wenn man es interpoliert, dann kommen so hässliche Effekte zustande. Was uns eigentlich nicht gefallen kann. Auf dem Bildschirm ist das noch eine Sache. Auf unseren 7280 DPI Bildschirm ist das noch eine Sache. Interessanter wird es schon, wenn wir dann so einen Bildschirm haben mit 300 DPI. Aber wir haben noch ein anderes Medium, für das wir die Buchstaben auch brauchen, das schon seit zig Jahren eine höhere Auflösung hat, nämlich die Laserdrucker. Die haben 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi. Die Leute, die anständige Bücher drucken, machen 2400 Punkte pro Zoll. Also ein Kunstband oder sowas. Und da können wir überhaupt nicht mehr mit unseren skalierten Bitmap-Dingern arbeiten. Da müssen wir irgendwas anderes machen. Und dieses andere, das ist abstrakte, größenunabhängige Beschreibung der Buchstabenform. Und jetzt ist Mathematik angesagt. Wir müssen die Umrisse hier als Kurvenbeschreibung haben. Unser Q war irgendwie mein Lieblingsbuchstabe, wenn es um Fonts geht, aber nicht nur meiner. Unser Q besteht also aus einer Kurve von hier nach hier. Aus einer Kurve von hier nach hier, noch einer von hier nach hier, noch einer von hier nach hier, einer hierhin, dann einer kleinen hierhin, einer hier und einer hier. Und jetzt noch 1, 2, 3, 4 weitere Segmente. Wir haben also fürs Innere und fürs Äußere einen Kurvenzug. Eventuell sogar mehrere, wenn wir an die 8 denken, ne, da brauchen wir außenrum einen Kurvenzug und innen drin brauchen wir zwei Kurvenzüge, weil wir zwei Löcher drin haben in der 8. Diesen Kurvenzug, der besteht also im Wesentlichen aus diesen Punkten, Koordinaten und noch ein paar Zusatzparameter, über die wir gleich sprechen, damit das hier an den Ecken schön da zwischen zwei Kurven schön glatt wird. Das wollen wir auch noch haben. Manchmal wollen wir es nicht glatt haben, hier, 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 und manchmal wollen wir es glatt haben. Da brauchen wir noch ein paar Zwischenparameter. Diese Punkte, wenn wir eine andere Größe vom Zeichensatz haben wollen, können wir die einer affinen Transformation unterwerfen, skalieren. Ja, da gibt es, ja. Jeder Punkt wird mit einer Skalierungsmatrix multipliziert, jeder Vektor da und schon haben wir den Buchstaben größer, wenn wir es wieder verbinden. Also die Umrisse der Zeichen werden als Kurvenzug gespeichert und die Darstellungsform, so wie wir die Kurven beschreiben, die müssen natürlich irgendwie affin invariant sein, damit die bei der Abbildung nicht kaputt gehen, aber das kann man machen. Und sie sollen einfach zu berechnen sein. So, wenn wir jetzt also den Buchstaben auf die richtige Größe gebracht haben, das Q, dann haben wir den Kurvenzug und jetzt müssen wir natürlich das hier daraus erzeugen. Also das hier innen, den Bereich hier, wo ich jetzt mit dem Laserpointer rumzittere, den müssen wir schwarz machen. Deshalb haben diese Kurven Richtungen. Diese Kurve ist so rumgerichtet, gegen den Uhrzeigersinn, die ist mit dem Uhrzeigersinn gerichtet. Oder genau umgekehrt, ich glaube, die hier ist gegen den Uhrzeigersinn und die äußere mit dem Uhrzeigersinn genauso. Und jetzt gibt es die Vereinbarung, alles was rechts ist, von einem Kurvenzug bis zum nächsten Kurvenzug, wird
geschwärzt. Wenn wir also hier drin sind, nehmen wir alles, was rechts ist, von hier bis hier hin. Nach innen, so nach rechts hin wird geschwärzt. Und hier auch, der geht in der anderen Richtung, dass hier innen nicht geschwärzt, sondern das da wird geschwärzt. Das Pixel auffüllen, das Schwarz machen oder das Rot machen. Das passiert also erst, nachdem wir hier die affine Transformation gemacht haben, das Ding auf die richtige Größe gebracht haben. Und wenn wir zwei Qs anzeigen wollen, dann cachen wir eben das, was wir da so vergrößert haben. Wenn wir also so einen Zeichensatz benutzen wollen, dann wird er erstmal von der Festplatte geladen und sagen wir, wir wollen ihn in der Größe 37 haben, dann wird er skaliert, angefüllt und dann kann es benutzt werden. Wie kriegen wir solche Kurvenzüge? Ich gucke nochmal auf die Zeit. Wie kriegen wir solche Kurvenzüge hin? Wir brauchen Stützpunkte und wir müssen zwischen den Stützpunkten interpolieren. Mathematik habe ich schon gesagt, gell? Die meisten von Ihnen waren wahrscheinlich noch nicht in einer Numerikvorlesung, wo über Interpolation gesprochen wird, aber die Mathematiker haben tatsächlich dazu Werkzeuge entwickelt. Und die Idee ist etwas, na, Sie haben schon eine Mathematikvorlesung genossen, haben Sie auch schon über Splines gehört, nehme ich an. Wer hat schon mal über Splines gehört? Naja, genau. Aber die anderen, die müssen noch. Es ist auch was Interessantes. Splines heißt, ist glaube ich, so die Zimmerlatte oder so etwas Ähnliches. Und wenn man die so aneinander nagelt und dann so ein bisschen spannt, dann können die auch runde Formen annehmen. Und das machen wir hier eigentlich. Ja, genau, aus dem Schiffbau. Ne? So, das, damit das schön bauchig wird, das Schiff, ne? So die alte Galeone oder so ähnlich, ne? Dann werden die so eingespannt zwischen Befestigungspunkten. Ne? Beim Fässern macht man es auch so. Ne? So, da wird dann zwischen die Ringe eingespannt und dann wird das auch so rund gebogen. Als erstes schauen wir haben also als Rot hier die Kurve und jetzt wollen wir die mal approximieren, diese Kurve. Das versuchen wir jetzt mal stückweise linear, also mit irgendwelchen Holzlatten, die wir nicht biegen können. Aber immerhin können wir die Holzlatten hier so reinschnitzen, dass sie an dem Stützpunkt durch die Kurve geht, an dem Punkt durch die Kurve geht, an dem, an dem, an dem, an dem, an dem. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 solche Holzlatten aneinander genagelt, solche Strecken angebracht. Das interpoliert unsere Kurve nicht schön, aber gerade so. Das hier sind aber auch nur Polynome ersten Grades. Ne? Wir haben Koeffizient ai mal x, das ist das, was hier über die Achse läuft, und ein bi. Das bi macht die Höhe. Ne? Wenn wir irgendwo mal weiter oben anfangen wollen, wie hier, und das ai ist das Steigmaß. Steigung von dieser Geraden, von dieser Strecke. Wenn wir jetzt Polynome höherer Ordnung nehmen, also zum Beispiel so kubische, fi von x, also das Stück von hier bis hier, das sei also beschrieben mit ai x hoch 3 plus bi, der zweite Koeffizient, x Quadrat plus ci, der dritte Koeffizient, plus di, der vierte Koeffizient. Eine stückweise kubische Funktion. Dann haben wir viel mehr Parameter, die wir benutzen können, um besser anzupassen, an die Originalkurve anzupassen. Erstens wollen wir, dass unser Kurvenzug hier, das Blaue, stetig wird. Also, wir haben ein paar Gleichungen, fi an der Stelle xk soll der Stützpunkt k sein, fi von xk plus 1 soll durch den Stützpunkt sk plus 1 gehen. Also soll da vorbeikommen und da vorbeikommen. Das gibt zwei Gleichungen. Und wenn wir n solche Stücke haben, haben wir zwei n-Gleichungen. Außerdem wollen wir, dass die Dinger glatt werden. Also das hier ist jetzt gerade nicht glatt, aber die Funktion ist ja glatt. Der Buchstabe soll, wenn es geht, glatt werden, an manchen Stellen zumindest, da wo es so rund ist. Ne? Also kriegen wir glatt ist, ja, dass die erste Ableitung in dem Punkt stetig ist. Also fi von x ist gleich fi plus 1 an der Stelle
fx, an der Stelle x. Damit kriegen wir nochmal zwei n minus 1 Gleichungen. Wir haben hier 4n Werte. Insgesamt haben wir schon 2n plus 2n minus 2 Gleichungen. Das heißt, wir haben hier noch zwei weitere Gleichungen, die wir irgendwie konstruieren müssen. Und je nach Spline-System kann man da noch verschiedene Eigenschaften, Approximationseigenschaften in diese zwei Gleichungen reinstecken. Also insgesamt, weil wir 4n Werte haben, können wir 4n Unbekannte benutzen und brauchen auch dann die entsprechende Anzahl Gleichungen, damit das, das Gleichungssystem bestimmt ist. Machen wir einen Augenblick weiter. In den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts haben zwei Leute, also haben sich viele Leute damit beschäftigt, aber zwei Leute eine gute Idee gehabt, der John Warnock und der Chuck Geschke. Die haben gearbeitet damals beim Xerox PARC und die haben so eine Zeichensatzbeschreibungssprache entwickelt. Xerox hat sie nicht so richtig interessiert für die Arbeiten, die die da gehabt haben, und da haben die beiden eine Firma gegründet, diese Firma heißt Adobe. Und was die verkauft haben, diese Firma, war zunächst so eine Fontbeschreibung, so Zeichensatzbeschreibung und eine Grafiksprache, das PostScript dafür. Damit konnte man Drucker bauen, Laserdrucker bauen, und die waren skalierbar. Das war genau das, was die beiden Gründer auch in dem Forschungslabor da beim Xerox PARC gelernt hatten, wie man mit einem Laserdrucker umgeht. Der ist nämlich da erfunden worden, der Laserdrucker am PARC. Und jetzt muss man vom Computer aus da Pixel generieren, um auf dem Laserdrucker auszugeben. Und dazu muss man auch Zeichensätze ausgeben können. Und ein Verfahren dafür haben die entwickelt. Die haben diese Kurven von den Zeichensätzen mit Bézier-Kurven beschrieben. Das sind so parametrisierte Kurven. Ich habe hier ein Beispiel für Bézier-Kurven zweiter Ordnung. Wir haben das B0, das B1, das B2 vorgegeben, den Punkt und den Punkt. Und wir haben hier so eine Gerade zwischen B0 und B1. Und auf dieser Gerade, da liegen diese Punkte B10 von oben nach unten, B10 von t. Der B10 von t, da wird mit so einer Formel berechnet, 1 minus t, t läuft von 0 bis 1, mal B0 plus t mal B1. Wir fangen also bei t gleich 0 hier an und dann bewegen wir uns auf dieser Geraden, bis wir bei B1 sind. Dieser Punkt hier, B11, der läuft von B1 nach B2. Die blaue Gerade, die Sie sehen, jetzt kommen wir zur zweiten Ordnung, das sind die vielen Geraden zwischen B10 und B11. Und je nachdem, wie t läuft, ist diese Strecke hier zunächst B01 und dann am Ende B1B2. Und auf dieser Geraden können wir wieder den Punkt B20 laufen lassen. Das ist jetzt unser Zielpunkt, der unsere Kurve beschreibt. Die hier. Der B20 ist also 1 minus t mal B10 von t plus t mal B11 von t. Das ist eigentlich so eine rekursive Formel. Und jetzt können wir das hier natürlich da wieder einsetzen, die beiden. Und dann können wir diesen Punkt hier laufen lassen. Und Sie sehen, der ist schön glatt. Und wie diese Kurve verläuft, das können wir mit diesem einzelnen Punkt hier bestimmen. Wenn wir den ein bisschen hier nach rechts schieben oder nach links schieben, dann ist die Kurve mal in der Richtung bauchig und mal in der Richtung bauchig. Gesehen? Und das kann man zusammensetzen, diese Dinge, um diese Kurven hier, diese Kurvenstücke zu beschreiben. Das macht man übrigens hier unten, da gibt es noch so einen Algorithmus von de Castellio, der das entweder mit Bernstein-Polynomen hier oder mit diesen Summen berechnen kann, explizit, beziehungsweise so iterativ kann man das auch ausrechnen.
Und tatsächlich benutzt das, die ursprüngliche Darstellung dieser Postskriptfonts Bézier-Kurven der dritten Ordnung. Und es ergibt sich für jede von diesen Kurven so ein Kontrollpolygon mit vier Punkten. Das da, das da, das da und das da. Und wenn wir jetzt diesen Punkt hier nehmen und bewegen, dann wird die hier bauchiger. Sie sehen, ich habe diesen Punkt hier mal nach rechts gezogen, den hier auch ein bisschen nach rechts gezogen. Und dann ist aus dieser Kurve hier diese Kurve geworden. Wir können solche Kurvenstücke aneinander packen. Die werden immer dann schön glatt, die Ableitung stetig, in diesem Punkt, wenn die beiden Kontrollpunkte hier auf einer Geraden liegen. Wenn die beiden Kontrollpunkte nicht auf einer Geraden liegen, dann werden die hier eckig, aber wenn man die so auf einer Geraden lässt, dann kann man das hier verziehen. Und das wird trotzdem hier schön stetig und glatt bleiben. Also wir nehmen mehrere von diesen Bézier-Splines zur Darstellung von so einer Kurve, das interpoliert die und die Kontrollpunkte, die legen wir so, dass die Kurve glatt ist und schön ist, wie zum Beispiel hier bei diesem Kuh. Wir können beim zum Beispiel PostScript Typ 1 Fonts, da gehören einerseits die globalen Fontparameter dazu, lokale Zeichenparameter und dann vor allem diese Bézier-Kurven, um die Umrisse zu beschreiben. Es gibt dann auch so ein paar Hints genannte Möglichkeiten, die Details zu verbessern, beziehungsweise kleine, ganz kleine Fonts anständig zu beschreiben. Da funktionieren diese Kurvenzüge nicht mehr so gut. Es gibt mittlerweile Alternativen, die TrueType-Fonts und andere Outline-Font-Formate, die benutzen andere Kurven, aber im Wesentlichen ist dieselbe Idee.